das kommt jetzt nicht ins Fernsehen, oder? Nee, das ist nicht fürs Fernsehen, das ist fürs Internet. Und nein, Moment mal, aber weißt du, was das Tolle daran ist? Was denn? Wir werden das den jüngsten Bürgerschaftskandidaten von Bremen vorspielen. Mhm. Und du hast jetzt quasi die Möglichkeit, ihnen zu sagen, was du von ihnen erwartest. Was ich von ihnen erwarte? Ja, was sie für dich machen sollen, für Bremen. Nicht nur Floskeln, sondern auch wirklich Hand und Fuß mal was sagen und das auch durchsetzen. Allgemein finde ich so, sind die Parteien im Moment, die unterscheiden sich sehr wenig und haben wenig Profil, finde ich im Moment. Das stört mich so ein bisschen. So, dann kann es losgehen. Willkommen zur wahrscheinlich fast jüngsten Politiker-Talkshow in Deutschland. Ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen, wer ihr seid. Fangen wir mal bei dir an. Ja, hallo, mein Name ist Christina Meyer. Ich bin 25 Jahre alt, bin Kandidatin der FDP auf Platz 3, bin Landesvorsitzende der Jungen Liberalen. Und als solche ist für mich ein Schwerpunktthema die Bildungspolitik im Land Bremen. Ja, ich bin Linda Neddermann, bin 23 Jahre alt, bin die Sprecherin der Grünen Jugend in Bremen und auch die jüngste Kandidatin der Bremer Grünen. Meine politischen Schwerpunkte sind Kinder- und Jugendpolitik und Tierschutz. Ja, ich bin Björn Janssen, ich bin 22 Jahre alt, kandidiere für die SPD und mein Schwerpunkt ist Bürgerbeteiligung und vor allem auch Jugendbeteiligung dabei. Wir wissen ja, dass Jugendliche oft sagen, ja, die Politiker, die labern immer nur und am Ende kommt nichts bei rum und außerdem verstehen wir sowieso nicht, was die sagen. Und deswegen würden wir gerne heute von euch einfach mal hören, wie Politik auch klingen kann. Wir haben auf der Straße junge Menschen befragt hier in Bremen. Die haben uns gesagt, was sie sich von euch wünschen. Ich spiele euch jetzt verschiedene Videos vor, würde euch dann bitten, dass ihr euch kurz dazu äußert. So. Wenn du die Möglichkeit hast, der Politik zu sagen, was du dir für deine Stadt wünschst, was fällt dir da spontan ein? Was kann die Politik hier verbessern? Wenn man aus dem Ausland kommt, hat man halt beschränkte Möglichkeiten, halt ein Ausbildungsplatz hier zum Beispiel in Bremen zu finden. Sollte da auch die Politik aktivere Kampagnen betreiben? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Integrationspolitik ist natürlich ein klarer Schwerpunkt der Grünen und auch bei uns in Bremen. Und was die junge Dame angesprochen hat mit den Ausbildungsplätzen, es gibt schon sehr viele Projekte, aber ich sehe das Problem auch. Und das ist ganz klar, dass man da ansetzen muss und dass man einfach weitere Projekte fördert. Wir haben das natürlich auch im Wahlprogramm drinstehen, Integrationspolitik. Aus meiner Sicht ist es natürlich auch sehr wichtig, gerade für Jugendliche, weil viele Familien hier nach Deutschland ziehen und das ganz schwer haben, häufig hier integriert zu werden. Alleine schon durch die Sprachbarriere, die da ist. Was wir insbesondere fokussieren wollen, ist, dass Schüler, die hier nach Deutschland kommen, auch erstmal die deutsche Sprache lernen, damit sie dem Unterricht auch gut folgen können. Was die junge Dame dort anspricht, ist ja nicht nur, dass sie Probleme hat, irgendwie Deutsch zu sprechen oder sich zu integrieren, sondern es liegt ja auch sehr an der anderen Seite. Also sie sagt, wenn ich einen Migrationshintergrund habe und mich irgendwo bewerbe, dann bin ich von vornherein raus. Da wäre die Frage, wie kann man da aktiv als Politiker ansetzen, um diese Vorurteile in den Köpfen, die anscheinend existieren, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit jungen Migranten spreche, wie kann man das brechen? Das wäre eher die Frage. Ich glaube, man muss aber auch als Staat ein gutes Vorbild, als gutes Vorbild vorangehen und einfach auch viele Migranten dann im öffentlichen Dienst auch einstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und da kann man mit mir auch gerne über Quoten diskutieren, auch wenn wir sonst nicht so die Quotenpartei sind. Wir haben das Thema Integrationspolitik ja auch ziemlich weit oben stehen. Wir haben es vielleicht nicht unbedingt auf unserer Internetseite ganz oben stehen, aber für unsere Partei steht es ganz oben mit. Und eben, es gibt schon viele Programme, die können natürlich noch verbessert werden. Auf jeden Fall. Und ich denke, man kann auch durch Sprachförderung, die wir auch drin haben im Programm, sehr viel erreichen. Gut, dann kommen wir zum Punkt Bildung. Hier haben wir ein junges Pärchen interviewt und beim Knutschen gestört. Oh. Eine bessere Schulbildung, also mehr Lehrer, damit nicht mehr so viele Stunden ausfallen und damit wir Schüler ein bisschen besser gefördert werden und dass das nicht so aufgeteilt wird. In Gymnasium, Real und Hauptschule. Fällt dir auch was ein? Ja, also ich würde die Inklusion aufstreichen. Ich bin auf der Ronzelenstraße. Das ist jetzt auch neu. Ich bin da zum Glück nicht drin, aber ich würde das auch streichen. Kannst du kurz erklären, was das heißt? Ja, das ist halt, dass Haupt-, Real- und Gymnasium in einer Klasse sind. Und jetzt sollen, glaube ich, auch noch die Sonderschulen dazugelegt werden. Und dass halt
Ja, es gibt dann, glaube ich, zwei Lehrer oder vielleicht auch nur einen, ich weiß gerade nicht so genau. Aber finde ich halt nicht gut, weil entweder wird auf die Besseren fixiert oder auf die Schlechteren. Und es ist halt einfach, um Lehrer zu sparen, das ist blödsinnig. So, ein etwas spalterisches Thema, glaube ich. Ne? Rot-Grün haben sich, wenn ich richtig informiert bin, immer für die Schule für alle ausgesprochen. Ja. Die FDP eher nicht. Die Inklusionsklassen an sich finde ich gar nicht so verkehrt, dass da auch Leute aus Sonderschulen, Jugendliche aus Sonderschulen aufgenommen werden. Denn ich kenne das bei uns aus der Kirchengemeinde. Da haben wir auch eine Gruppe und da ist einer drin, der eine leichte Behinderung hat. Und das ist sehr förderlich, wenn man wirklich ein, zwei da drin hat, weil dann fällt ihm das wirklich leichter, sich zu integrieren. Das kann ich da so am Live-Beispiel sozusagen sehen. Gut, vielen Dank. Ich gebe mal weiter an Christina erstmal. Wir haben ja, also es gibt in Bremen ja den Bildungskonsens, dass eben Oberschulen gegründet wurden und dass es parallel dazu noch Gymnasien gibt. Das haben wir ja auch mit unterstützt, diesen Bildungskonsens. Und meiner Meinung nach ist es auch gut, dass es Oberschulen gibt. Ich möchte das allerdings ein bisschen relativieren. Ich sehe das ähnlich wie der junge Mann im Video, dass es schwierig ist, wenn alle so unterschiedliche Stärken haben, dass die alle zusammen unterrichtet werden. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt diesen Schulkonsens aufbrechen soll und wieder irgendwie Haupt- und Realschule machen soll, auf keinen Fall. Weil das, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig ist, dass es ein bisschen Konsistenz gibt im Bildungssystem und dass man das nicht irgendwie alle 5 Jahre verändert. Der Trend geht zur Gesamtschule. Und das finde ich gut. Die Grünen und die SPD sind ganz klar dafür. Gesamtschule heißt aber nicht, dass die Stärkeren dann wieder zurückfallen auf das Niveau der etwas Schwächeren. So ist das nicht gesehen. Der Trend geht außerdem auch zu einer Ganztagesschule, wo einfach dort ein Ort geschaffen wird, wo Schülerinnen und Schüler je nach Anspruch individuell gefördert werden können. Und wegen der Qualität, was eben die junge Dame ansprach, mit den mehr Lehrerinnen oder allgemein die Qualität des Unterrichts, es wird immer gesagt, der demografische Wandel sorgt in Bremen dafür, dass wir 16% weniger Schülerinnen und Schüler haben. Und da kann man zum Beispiel die Finanzen, die dadurch dann wieder frei werden, dort dann in die Qualität der Schulen, also zum Beispiel in eine Lehrerfortbildung oder in verbessertes Lernmaterial stecken. Kommen wir zum nächsten Punkt und auch zum letzten Punkt. Ein junger Mann. Mehr Kindergeld. Ist das zu wenig? Hast du das Gefühl, die Jugend verarmt in Bremen? Auf jeden Fall. Merkt man auch in der Schule, draußen, auf Straßen. Woran merkt man das in der Schule? Mehr Gewalt. Ja, über das Thema Kindergeld brauchen wir jetzt hier in dieser Runde wahrscheinlich nicht zu diskutieren, weil das ja keine Landesebene betrifft. Also da könnt ihr ja gar nicht viel zu sagen oder daran ändern. Mich würde eher das Thema Gewalt interessieren hier für den Bremer Raum. Ist das ein Thema und wenn ja, wie viel bekommt ihr davon mit? Es ist ein schwieriges Thema. Es sind ja, wie gesagt, das geht ja auch in die Jugendgewalt. Ich sprach ja auch das Thema in den Schulen an. Und ich glaube, da müsste man überlegen, ob man da die Konsequenzen etwas verschärft. Auch zum Beispiel jetzt bei Jugendstraftaten. Ich bin gar nicht dafür, für Knast oder so, ne? Das ist ja nicht dienlich, aber man könnte zum Beispiel Sozialstunden wirklich ordentlich durchsetzen. Ich glaube, das Thema Gewalt ist ein zunehmendes Problem, auch vor allen Dingen unter Jugendlichen. Die Aggressivität, die da herrscht, ist schon enorm. Es müssen zum Beispiel Sportangebote geschaffen werden. Es gibt Sportangebote und es gibt sogar bestimmte Projekte, die auch Kindern aus finanziell schwachen Familien ermöglichen, in einen Sportclub, in einen Sportverein einzutreten, was ich für sehr sinnvoll halte. Wenn jemand eine Straftat begeht, dauert es 1,5 Jahre, bis es überhaupt zu irgendeiner Schlussfolgerung kommt. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, vor allen Dingen bei jungen Leuten, dass es noch nicht richtig dann fruchtet. Ich kann meinen Kollegen da fast uneingeschränkt zustimmen. Es gibt jetzt hier in Bremen auch diese tolle Waffenverbotszone, die finde ich ziemlich sinnlos, weil ich nicht glaube, dass sich jemand, der jetzt jemanden abstechen möchte, sich davon beeindrucken lässt und sagt, okay, dann lasse ich jetzt mein Messer zu Hause oder lasse meine Waffe zu Hause. Und ich glaube nicht, dass es effektiv ist. Und auch da vielleicht mehr wirklich auf so Streetworker und auf Präventionsmaßnahmen setzen, ohne da gleich mit Verboten gegenzunageln. Also ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Ich finde, ihr seid euch eigentlich alle erstaunlich einig. Liegt es daran, dass ihr so jung seid und deswegen einfach irgendwie ähnliche Meinungen zu den Dingen habt? Also es clasht vor allen Dingen zwischen der FDP und den Grünen im Bereich Umweltpolitik, im Bereich Verkehrspolitik, Sozialpolitik. Da haben wir wesentlich höhere Schnittmengen mit der SPD und da geht die schwarz-gelbe
Rot-Gelb geht da schon in eine komplett andere Richtung. Das sind so die heftigsten Punkte, auch Bildungspolitik. Also da wäre es nicht möglich oder schwer möglich, einen wirklich guten Kompromiss zu bekommen. Aber sonst verstehen wir uns alle gut, auch überparteilich. Und das finde ich richtig, weil wir ziehen als junge Menschen ja schon alle an einen Strang. Also das, an einem Strang. Also es muss auch einfach sein. Das finde ich auch genau richtig so, weil wir alle wollen, dass auch junge Leute in die Politik kommen. Das ist unser gemeinsames Ziel und das verfolgen wir zusammen. Möchtet ihr vielleicht noch ein letztes Wort in die Kamera sagen, eure Versprechen an die Bremer Jugend? Also ich möchte Ansprechpartnerin sein für junge Leute. Ich möchte wieder mehr Transparenz in die Politik bringen und vor allen Dingen jungen Leuten mehr Mitspracherecht und mehr Mitmachmöglichkeiten geben. Ich werde mich gegen die Bevormundung der Jugend einsetzen. Keine Verbote, sondern mehr Selbstentscheidung, mehr Freiheit für die Jugend insgesamt. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen nur anschließen. Ich setze mich auch sehr stark für die Beteiligung der Jugendlichen ein. Deswegen gründe ich auch in Oberneuland gerade einen Jugendbeirat, bin dabei. Aber auch Plätze für Jugendliche müssen geschaffen werden. Und natürlich auch die Transparenz, da stehe ich auch für. Aber das ist auch ein allgemein politisches Ziel von mir, genau wie die Bürgerbeteiligung. Vielen Dank, vielen Dank. Das war's von Du hast die Macht.